Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar wieder am Dienstag, 6. September. Alles Grüße wieder, Christian Kämmerer, und wir wollen uns heute das Cable anschauen. Nachdem es in der Nacht hier, Positives in Anführungszeichen, es gab keine Zinssenkung in Australien, der Australdollar heute hier im starken Aufwind, hatten wir auch zuletzt den Australdollar-Yen im Blick. Den werden wir vielleicht morgen nochmal anschauen, weil charttechnisch jetzt in Widerstand gelaufen. Aber warten wir erstmal ab, wie die Euphorie sich im weiteren Tagesverlauf Schrägstrich morgen zeigt. Heute, wie gesagt, das Pfund im Fokus. Gab es gestern Konjunkturnachrichten, und wenn wir heute schauen, haben wir hier nichts aus England, beziehungsweise in der Nacht kam was, aber hier in der Regel nichts weiter zu sehen. Da gilt es immer mal den Blick auf den Kalender eben zu werfen, was in der Woche noch ansteht. Wir haben dann morgen hier, ja, 10:30 Uhr, Sie wissen Bescheid, hier immer die Highlives, wenn gleich hier schon um 9 Uhr und um 11 Uhr hier praktisch eine Befeuerung auf das britische Pfund stattfindet, das gleich dann am Nachmittag nochmal, aber am Donnerstag insbesondere hier Obacht geben, natürlich Zinstermin der EZB. Hat jetzt weniger mit dem Pfund zu tun, wird aber sicherlich auch hier für Volatilitäten sorgen können. Das Pfund selber hatten wir unlängst auch im JFD-Devisenradar-Webinar unter die Lupe genommen. Da sieht es nun mal so aus, hier im Wochenchart, die Erholungstendenz setzt sich fort. Wir sind jetzt aktuell in der laufenden vierten Woche. Da sehen Sie an dieser Candle, dieser aktuellen Wochencandle, die ist jetzt bullisch, weil blau, schwarz wäre bearish. Und 1, 2, 3, 4 sieht man hier sehr deutlich, dass das Ganze sich hier eben entsprechend fortsetzen könnte. Obgleich wir hier mit 35, 1,35 eben in Widerstandslevel reinlaufen, wobei ich hier eben diesen Fall mal so stehen lasse. Denn es könnte eben durchaus schon dazu kommen, dass wir hier bei 1,35 so langsam aber sicher die Luft verlieren. Warum? Weil wir hier das Tief aus 2009 haben, was technisch gesehen als Widerstand fungiert. Und ja, ist ein paar Jahre her, darf man sich durchaus die Frage stellen. Aber rein technisch, glauben Sie mir, denke ich mir, hier oben könnte es schon dünner werden. Wie bei einem letzten Video auch dargestellt, haben wir natürlich hier auch noch Spielraum in Richtung 1,40. Das erschließt sich das Level insbesondere im ja, Big Picture Chart auf Monatsbasis, den Chart habe ich jetzt nicht dabei, können Sie in einem der letzten British Pfund Videos sehen, oder genau in dem letzten hatte ich das nochmal dargestellt, aber ich denke, die 1,2875, dieses Level hier, dürfte in gar nicht allzu langer Zeit angesteuert werden. Aber aktuell, wie gesagt, Erholung, vierte Woche deutet sich an, und Sie sehen es am blauen Tendenzfall mal die Annahme, dass wir sogar eben noch ein Stück weiter hochlaufen können. Also hier sind gute 150 Pips, 200 Pips, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Das britische Pfund hier weiter im Erholungsmodus nach dem Brexit-KO. Im Tagesschart bestätigt sich ein Stück weit die positive Tendenz. Wir haben im Prinzip hier, als wir die Hochs der letzten Woche rausgenommen haben, hier auch einen kurzfristigen Abwärtstrend nach oben verlassen, der hier sehr markant ist mit mehreren Anlaufpunkten. Diese Abwärtstrendlinie wurde ja hinter sich gelassen, jetzt hier ein bisschen zaghaft, aber Sie sehen es am blauen Tendenzfall. Ich denke doch eben, dass wir hier in Richtung 1,35, 1,36, da haben wir im Prinzip hier auch das Gap der Brexit-Kerze vom Freitag, dass wir hier reinlaufen. Das sieht meines Erachtens ganz, ganz gut aus. Im Ausdehnungsfallen, da machen wir die Pfeile ein Stück weit einfach mal nach rechts, könnte es eben nochmal in Richtung 1,40, 1,41 gehen. Also das ist beim Pfund und der Volatilität hier nicht auf den Pip genau kalkulierbar, um Gottes Willen sowieso nie. Aber es sieht zumindest so aus, als würde hier der Rückenwind noch ein Stück weit gen Norden anhalten können und das Pfund eben doch hier durchaus long gespielt werden. Denn wir haben auch hier eine gute Saisonalität. Sie sehen es hier, insbesondere Mitte September schießt das Pfund nach oben. Tendenziell eben ein positiver Bias, der sich dann zwar Ende des September wieder ein Stück weit abschwächt, aber zumindest haben wir eben hier bis in den September hinein eigentlich einen positiven Rückenwind, und der ist technisch mit diesem Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie eben bestätigt. Dann eben auch hier das Vorwochenhoch wurde genommen. Das sollte natürlich jetzt gehalten werden, oder diese Niveaus vielmehr. Und zwar wäre hier sozusagen technisch mal festzulegen, wenn wir hier wieder deutlich unter das Niveau von 1,32, 70, 75 fallen würden, also hier das Hoch, was wir aus der Vorwoche rausgenommen haben. Ja, da schließt sich hier durchaus Risiko, dass der Markt eben dann früher als erwartet in Richtung 1,29, 1,28, 75 zurückfällt. Deswegen hier der graue Tendenzfall, da mal Obacht geben, das könnte durchaus zur Gefahr werden. Das ehemalige Widerstandslevel ist jetzt eine Unterstützung, deswegen machen wir die Green, sage ich schon, die Linie grün. Und darunter sollte es eben tunlichst nicht mehr gehen. Nach oben
eröffnet sich Potenzial, stürzen wir hingegen, gerade aufgrund der News von gestern beispielsweise, von morgen, unter 1,32, geht das Währungspaar also hier doch tiefer wieder zurück. Dann gerade bei Wiedereintauchen unter diese Abwärtstrendlinie, die wir eigentlich gebrochen haben, müsste man dann von einer neuerlichen Schwäche ausgehen. Das wäre dann praktisch hier sozusagen ein Risikoparameter. Wo man sagt, okay, ja deutlich 1,3150 beispielsweise mal als Risiko nimmt, ja. So. Und dann hier ein mögliches Potenzial auf der Oberseite sieht. Das Level könnte ja auch nochmal getestet werden. Sieht das schon mal so gesehen gar nicht schlecht aus. Ja. Auch auf aktuellem Niveau kann sich ein Einstieg lohnen. Und dazu schauen wir jetzt nochmal in den Stundenchart. Wie sieht das kurzfristige Bild aus? So, hier Aufwärtsimpuls läuft. Starke Newswelle. Gestern gab es auch entsprechende News, die dann erstmal euphorisch aufgenommen wurden, dann aber zur Relativierung führten. Letztlich lässt sich hier mit dieser Chartstruktur in den Hochs hier von August durchaus ein interessantes Level definieren. Das ziehen wir jetzt mal hier im Stundenchart rein. Das ist durchaus eine Marke, eine Unterstützungszone, die hier nicht unterschritten werden sollte. Also hier 1,3250, Sie erinnern sich an den Tageschart. Das ist auch genau das Level, was wir hier 1,3250, hier diese Hochs, ja, der Vorwoche. Da sollte es nicht drunter gehen. Das wäre definitiv nicht von Vorteil. Da könnte es dann eben durchaus ein Stück weit tiefer gehen. Und ja, kurzfristig hier im Stundenchart Aufwärtstrend erkennbar. Schön durch eine Linie visualisierbar. Können wir auch direkt einen Trendlinienkanal sogar draus machen. Zack, so sieht das mal aus. Vortageshoch hier, Vortagestief da. Was haben wir noch? Wir haben heute eine positive FTSE-Vektorlogik, die ist sogar sehr, sehr bullisch. Zeige ich Ihnen direkt mal hier. Sehen wir hier die Pattern von heute. Wir haben im Prinzip, ja, Sie sehen es, zwei positive bullische Pattern für das britische Pfund. Mit hier einem möglichen Hoch 1,3410, 1,3397. Da sehen wir, das sind wir noch ein Stück weit weg. Also da kann sich durchaus Potenzial erschließen. Und aber die Wiederholungsquoten, insbesondere beim ersten 275 Erscheinungen, bei einer Trefferquote von 75%, das ist eine Hausnummer. Ja, das ist eine Hausnummer. Der zweite oder das zweite Pattern hier auch nicht schlecht. Ja, wir sehen hier den theoretischen Verlauf. Wenn es solche Kerzenbewegungen im Vorfeld gab, dann ist das die wahrscheinliche Annahme des Tagesschlusses fürs zweite Pattern und hier fürs erste Pattern. Und da sehen wir aber hier, das zweite Pattern hat ja eine enorme gute Trefferquote, aber wenig Erscheinungen während der letzten 17 Jahre. Das muss man ein Stück weit relativieren. Aber letztlich FTSE-Vektorlogik hier heute mit einem positiven Bias. Und insofern könnte man, wenn der Wochentag bullisch wäre, also rein statistisch gesehen haben wir nämlich heute einen schwachen Wochentag, Dienstag nur 44%. Aber lässt man das mal außer Acht, inklusive dieser bullischen Saisonalität, dieses kurzfristigen Aufwärtstrends, könnte man ein neues Tageshoch kaufen, in der Annahme, dass der Preis hier in Richtung 1,34 läuft. Das wäre heute durchaus ein denkbares Level. Da wären wir nämlich im Prinzip über das gestrige Hoch angestiegen und wären hier im Bereich dieser oberen Trendlinie, ja, was dann im Prinzip hier dafür spricht, dass der Markt sozusagen hier sein Potenzial heute ausschöpft. Und ja, das wäre eine durchaus gangbare Methode. Ansonsten, wenn es runtergeht, hier Pivot Point 1,3323, sollte man hier aufpassen, dass dann auch diese Trendlinie nicht gebrochen wird. Und dann könnte es hier entsprechend von diesem Niveau wieder nach oben gehen. Sie sehen, der Möglichkeiten gibt es viele. Was Sie draus machen, welches Setup Sie sich schnüren, das obliegt Ihren Möglichkeiten. Hier gibt es, wie gesagt, den groben Blick auf die möglichen Tendenzen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns später wieder, wenn Sie mögen, auf dem JFD Desktop. Oder aber morgen 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.